Das Geld wird nicht einmalig. Ich kann es der Mensch. Keine Ahnung. Eine Attraktion deiner Tante. Kann sein. Voriges Jahr hat sie einen Drehorgelspieler mit Affen gehabt. Den Drehorgelspieler hat sie sich heuer offenbar erspart. Yes, it's not Herr Rossecker. Mir scheint, jetzt gibt's eine Gaudi. Wieso? Meine konfuse Tante hat ihre Attraktion vergessen. Ja. Oh, meine Damen, meine Herren, ich bin untröstlich. Aber warum? Ja, aber das war doch geplant. Deshalb sind Sie doch hierher gekommen. Weshalb? Hans, der Herr ist ein Dichter. Nein. Ja, na, freilich sind Sie ein Dichter, reden Sie keinen Unsinn. Er ist ja sogar in der Zeitung gestanden. Der junge, begnadete Heimatdichter, dessen Talent zu den schönsten Hoffnungen Anlass gibt. Albert, das Kuvert. Ja, Rosbacher? Egger, Rosegger. Ah, ja. Herr von Baudisch. Grüß Gott. Grüß Gott. Bitte nehmen Sie. Wofür? Ich hab nicht gelesen. Ja, aber das war ja nicht Ihre Schuld. Weißt, ich war vorhin so aufgeregt, ich hab glatt auf ihn vergessen. Dabei sollte die Dichterlesung der Höhepunkt sein. Bitte nehmen Sie es. Danke, ich bin kein Schmarotzer. Bravo! Da sieht man wieder, unser Landvolk hat noch ein gesundes Gefühl für Gerechtigkeit. Sogar beim Geld. Wir haben vielleicht auch noch ganz andere Gefühle. Vielleicht Gefühle überhaupt. Glauben Sie, wir haben keine Gefühle? Hans. Gefühle. Gerinnen in der Stadtluft leicht zur Sentimentalität. Hans, vielleicht eine kleine Erfrischung. Moment. Meine Herrschaften, Entschuldigung, wir haben etwas vergessen. Können Sie noch einmal... Was ist los? Was hat er vor? Höhepunkt des Abends. Ich glaube, eine kleine Zwangsrekrutierung. Essen können Sie nachher noch, aber einen Dichter habt ihr nicht alle Tage. Ja, ja, ich weiß, Sie sind kein Dichter. Er ist sogar in der Zeitung gestanden. Bitte. Selbst wenn er Dichter ist, zeigt sich daran, was er schreibt und etwas andere über ihn schreibt. Ja, dann zeigen Sie uns endlich, was Sie schreiben. Bitte. Die Erschaffung der Welt. Mut hat er. Den Anfang, den weiß ich nicht. Und wo man nichts weiß, ist gescheiter, man fängt mit dem himmlischen Vater an. Er ist der Erste. Seit was er denkt, ist er da. Und es ist schon ewig lang. Nicht einmal wo sitzen hat er können. Weil kein Platz dazu gewesen ist. Nicht einmal schlafen hat er mögen. Weil er keine Zeit dazu gehabt hat. Steht ja in der Heiligen Schrift. Es war vorher kein Platz und keine Zeit. Und da ist ihm halt langweilig geworden, den himmlischen Vatern. Komm, gib mir was essen.
Vielleicht sollte ich kurz erklären, wie das bei uns ist daheim. Das Waldbauernhaus ist das Haus meiner Kindheit. Von dort habe ich meine Geschichten. Ins nächste Dorf sind's ein paar Stunden zu Fuß. Da gibt's wenig Besuch. Und im Winter, an den langen Abenden, da sitzt alles in der Stube bei der Arbeit. Spinnen, Spanklirm, Rüben abkreiteln. Also Rüben von unerwünschtem Blattwerk befreien. Ja, und damit die Leute ihr Recht am Neine schlafen zu gehen nicht nützen, ist der Hausvater froh, wenn wer da ist, der Geschichten erzählen kann. Bei uns war es der Bremer Sepp. Und ich für meinen Teil, ich hätte ihm die ganze Nacht zuhören mögen. Ja, den Anfang, den weiß ich nicht. Und wenn man was nicht weiß, ist am gescheitersten, man fängt mit dem himmlischen Vater an. Nicht? Er ist ja der Erste gewesen. Solange er denken kann, war er schon da. Nicht? Und das ist ja ewig lang. Nicht? Ja, er hat ja nicht sitzen können, weil er kein Platz da war. Nicht? Er hat ja nicht einmal schlafen mögen, weil er keine Zeit gehabt hat. In der Heiligen Schrift steht ja, es war keine Zeit und kein Platz da. Nicht? Ja, und da ist ihm halt langweilig geworden, dem himmlischen Vater. Und wie die Langeweile oft nichts Gutes stift, da hat er aus lauter Zeit lang hat er die Welt erschaffen. Und darfst mir glauben, das ist nichts gut gewesen. Was anfangen mit so einem Knädel? Nicht? Und dann hat der himmlische Vater hat er die Erden hat er grün gemalt. Und den Himmel den hat er blau angestrichen. Und dann hat er einen goldenen Sohn oben aufgehängt. Und dass ich es euch erzähle, dann hat der himmlische Vater angefangen, Bammel setzen. Dann hat er Rüben hat er angebaut. Und dann hat er Korn hat er ausgesetzt. Und dann hat er Erdäpfel gesetzt, drüben auf der Schattenseite. Dass sie es langmächtig nicht gefunden haben. Naja, und nachher hat er angefangen, allerhand Viecher zu machen. Alles, was so kreicht und fleucht und was so schwimmt. Ja, und dann hat er so eine Achsel durch die Weltkugel durchgesteckt und hat es mit der Hand umgeschoben. Und die Weltkugel, die hat tanzt so wie ein damischer Hirsel. Ja, und wie er fertig gewesen ist mit seinem ganzen Geschäft, dann hat er zu den Viechern gesagt, so, jetzt lasse ich euch allein, Mantel und Weibel, sucht euch und stützt euch paarweis zusammen. Und dann hat er sich ins wahre Moos eingelegt und hat sie ausgerast. Na und dann? Ja, und dann sind unter die Viecher zwei Leiteln hervorgekommen. Die haben nichts und nichts haben sie gewusst. Nicht? Und es war ja Not gewesen, er hätte ihnen alles gesagt und hätte ihnen alles gesagt. Nicht? Er ist ja auch immer hinter ihnen gestanden und hat aufgepasst, dass nicht irgendwo reinfallen oder dass was Unrechts erwischen. Nicht? Und er hatte was zu tun gehabt. Nicht? Und da hat er gesagt, also, ihr könnt da bleiben in dem Garten derweil. Nicht? Ihr könnt essen und trinken, was euch schmeckt und was schmeckt es. Aber das wisst ihr, am Mitterfeld den Apfelbaum, die Äpfel, die sind nicht für euch, da dürft ihr keinen nehmen. Nicht? Jetzt sagt der Everl, ja warum denn nicht, hat der Everl gesagt. Nicht? Ja, weil das ist ein giftiges Obst. Und wer davon ein Stickerl ist, der muss sterben. Ja, warum stößt es denn dann da her, wenn du so hakelig bist damit, hat der Everl gesagt. Und der Adam hat sich so eingestellt und gesagt, sei stark, hat er gesagt. Magst du nicht hart mit deinen groben Reden. Ja, der Herrgott ist derweil weg gewesen. Und die zwei sind umeinander gegangen in der Sonne. Und der Adam hat dann einen Birnbaum geschüttelt. Aber die Eva hat ja keine Birnen wollen. Und da hat er gesagt, magst du vielleicht einen Pferscher? Aber geh du mit deinen Pferscher, hat sie gesagt. Oder magst du einen Zwetschgen? Auch nicht, nicht. Und auf einmal schreit wer oben im Baum, Kuckuck! Und wir es aufschauen, da sehen sie eine Schlange. Und es hupft so lustig um den Dumm und sagt, was sagt's? Was denn? Das erzähle ich euch morgen. Und das erzähle ich euch morgen, hat der Bremer Sepp gesagt. Denn er ist noch nie fortgeschickt worden, bevor er nicht eine Geschichte zu Ende erzählt hat. Gute Nacht. Aber Herr Rossecker! Los, ich geb's Ihnen.
Albert, mein Mantel. Schön was. Schön was. Dankeschön. Seien Sie nicht zu kindisch. Sie haben es sich redlich verdient. Das stimmt. Wer sind Sie eigentlich? Entschuldigen Sie, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Nein, ich bin der Neffe von Frau von Reininghaus, Hans von Reininghaus. Grüß Gott. Herr Rossäger. Na, haben Sie Spaß gehabt? Waldmensch, leidlich gut dressiert, mit einem verehrlichen Publikum als Vorweihnachtsgabe präsentiert. Mir hat die Geschichte gefallen. Sonst aus dem Bremer selbst. Den hat es also wirklich gegeben? Na, den gibt's noch, irgendwo, so viel ich weiß. Ein Mann mit Fantasie? Erstaunlich, nicht? Das habe ich nicht gesagt. Ah, Sie halten also dem Landvolk doch noch etwas zugute. Ich weiß. Mein Freund Karl macht nicht immer die geschmackvollsten Witze. Aber Sie lachen trotzdem. Warum haben Sie gelacht? Ich? Während des Liedes meiner Tante. Na, können Sie sich Ihre Frau Tante bei uns im Kuhstall vorstellen? Wie? Nein, so etwa wie sie die Kuh anfassen wird, so geht sie mit unserer Sprache um. Haben Sie eigentlich verstanden, was ich erzählt habe? Ja, ziemlich. Ich hab auch viel geglättet. Beim Bremersepp, da wäre dann jedes zweite Wort ein Rätsel blieben. Was für ein Mensch war er? Der Bremer? Hm. Er war ein abgedankter Soldat. Ist nach 12 Jahren Militärdienst nach Haus gekommen und stand plötzlich allein da in der Welt. Familie tot, das Häusl verkauft. Also ist er betteln gegangen. Aber er hat auch was geboten für Kost und Quartier. Die Geschichten? Na, die Währung, Herr von Reininghaus, gilt nicht bei Menschen, die Jahr aus Jahr in Schwerarbeit tun. Kost und Quartier, das verdient man bei uns oben immer noch im Schweiß seines Angesichts. Nicht beim warmen Ofen. Ja, war auch nicht der Fleißigste, der Bremersepp. Leute haben gesagt, er ist ein Faulenzer. Aber wir Kinder, wir mochten ihn ohne Einschränkung. Vielleicht bei euch bleiben könnt ein paar Tage. He? Was kannst du denn? Alles kann ich. Ja. Dann kannst du gleich Schnee schaufeln, dann wird er gleich warm werden. Ja, warm schon. Aber sehr viel schade um die Schafe. Und schneibt sie eh wieder zu. Und wenn sie es nicht zuschneibt, ist es ja viel schlimmer für die unsicheren Zeiten, wo sich doch diese Schelme und die Reiber umeinander treiben in der Nacht. Nicht? Da wär's ja viel gescheiter. Ihr lasst euch mit dem Schnee einmachen. Und in der Stube drin ein paar Mannsleute, nicht? Die was verstehen von Wehr und Waffen, so wie ich einer bin. Nicht? So was wäre das Gescheiteste, Waldbäuerin. Ja, dann redst halt mit dem Bauern. Ja, kommt's noch rein. Sag, habt ihr vielleicht noch ein Schusterbeck für mein Schnurrbart? Die Mutter, süß holen? Nein, nein, bleib da. Geh, Peterl, geh um mit zu Therese. Ha? Ja, und frag, ob sie eins hat. Sag, es ist für mich. Ha? Ja. Ja, da bin ich.
Pech. Du, der Bremer braucht der Schuster Pech. Wir haben keins. Stimmt nicht. Wir haben eins. Für den nicht. Wir haben nichts für Schmarotzer. Was ist ein Schmarotzer? Ein Schmarotzer? Schau ihn dann an, den sauberen Herrn Bremer, dann war's das. Da hast du es. Und dann hat sie ihn geheiratet. Tja, woher wissen Sie das? Ja, hören Sie, das liegt doch auf der Hand. Antipathie ist meistens Sympathie in Spiegelschrift. Tja, aber was ist? So einfach war's auch nicht mit dem Bremer und der Therese. Ja, wie war's? Warum fragen Sie denn? Mich interessiert, wie ein Mensch, dem die Erschaffung der Welt keine Schwierigkeiten bereitet, wie der mit seiner ureigenen zurechtkommt. Ich habe damals wirklich geglaubt, sie mag ihm nicht, die Therese. Denn wie wir einmal in einer Christnacht von der Metten nach Haus gekommen sind, da hat sie sich die ganze Zeit an den Großknecht gehalten. Und in dieser Nacht hat es mir zu denken gegeben. Ich war halt so naiv zu glauben, eine junge Frau, die einen Mann ausweicht, hat bestimmt was gegen ihn. Und während der Christnacht eine rote Spiekarten durchsticht und durchs Loch schaut, da kann die Hexen tanzen sehen. Wirklich? Glaub ihm kein Wort. Ja, probier's! Das wäre noch schöner. Und wenn du heimkommst, das freuen wir ums Haus. Und hörst du Musik, gibt's eine Hochzeit. Und hörst du Segen, gibt's ein Leich. Alles nicht wahr. Aber ich sag das, heute der Nacht geht der Teufel um. Mit 5 Guldenbeutel. Und wer ihm seine Seele verschreibt, dem gibt er ihn. Für 5 Gulden würde ich mir so nicht verschreiben. Da müsst schon mehr Geld dabei ausschauen. Xaver, versündig dich nicht. Und die Tiere, die reden heute in der Nacht, weil die Christnacht ist in Menschensprache. Und klagen darüber, was sie über das Jahr von uns auszustehen haben. Und in den Wolken steht, für den, der sie deuten kann, die Bevorstehungen des Jahres. Soll ich die Wolken lesen? Ja! Ja. Stellt euch auf im Kreis. Aber nicht da, vorn beim Kreuzweg. Therese, beeil dich! Wir sind an der Morgen, wenn wir so, und jetzt wollen wir schauen, was die Wolken für Figuren machen. Und dann werden wir hören, ob die Baumäste kraxen. Der Mond geht dir an, Franz. Bei 70 Gulden, Jahr lang, da wird der Himmel nicht trüb. Und was ist mit mir? Mit dir? Aha, ein Ungeheuer! Kein Frissenmond! Ja, und was heißt das? Sei vorsichtig, Xaver. Wenn man sich heutzutage noch dem Schwarzen verschreiben könnt, an sowas könnt ihr denken. Jesus, no. Und, Therese? Heiraten wird's. Na, ich mag nicht heiraten. Ein Faulenzer mag ich nicht. Kein Schmarotzer, kerngesund, der nichts arbeiten will, den nicht. Und wenn er das einzige Mann spielt, wie er auf der Welt, und wenn er so schön wäre wie der Adam als ein Eicher. Dann ist er hier nachgegangen. Und? Hat er gearbeitet? Ja, hat er Kleinhäusen gepachtet. Im Frühjahr hat er den Acker gepflügt, hat Korn gesät, Erde pflanzt. Dass das Korn anfing aufzugehen und Erdäpfel zu blühen, kam die Therese und ist blieb. Und der Xaver? Der hat sie verkauft an eine reiche, alte, herzensböse Witwe. Ich bin da. Ach so. Auf Wiedersehen. Und schöne Weihnachten. Ihnen auch, Herr Rosegger. Wiederschauen. Fahren Sie heim? Sozusagen. Wie ist das gemeint? Herr von Reininghaus, seit ich hier bin, in der Stadt, versuche ich das Schreiben zu erlernen. Und das ist nicht einfach für einen, der vom Wald kommt. Ich kann mit der Sensen umgehen, aber nicht, noch nicht gut mit Wörtern.
Ich weiß nur genau, wie es bei uns für das, was getan werden muss, das richtige Werkzeug gibt. So gibt es für das, was man sagen will, das richtige Wort. Und daran arbeite ich, verstehen Sie? Ich habe ja nur gefragt, fahren Sie heim, sonst nichts. Und diese Frage kann ich nur beantworten, indem ich sage, ich fahre nicht, ich gehe. Zu Fuß? Ja. Wohin genau? Nach Alpl. Wo ist das? Bei St. Kathrein. Kennen Sie St. Kathrein? Ja. Wie lange gehen Sie da? Ja, 8 Stunden. 8 Stunden? 7 bis St. Kathrein und eine bis hinauf zu uns. Wann ziehen Sie da los? Na ja, wenn's hell wird, dann komme ich dann gerade zurecht zum Räuchern. Zum Räuchern? Zum Stubenräuchern. Das ist ein Weihnachtsbrauch. Vielleicht nimmt ihn Ihre Frau Tante nächstes Jahr ins Programm. Ja. Ich werde sie nicht bestellen. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Auf Wiedersehen, Herr von Reininghaus. Guten Morgen, Herr Rosecker. Guten Morgen. Was machen Sie schon so früh auf den Beinen? Die Pferde brauchen Bewegung. Bitte nur nicht schon. Schöne Rösser. Und schnell. Von hier nach Alpl brauchen die höchstens 3 Stunden. Ah ja? Wollen Sie sich überzeugen? Ich glaub's. Steigen Sie ein. Was, Sie fahren wirklich nach Alpl? Warum nicht? Den Pferden ist es egal. Und mir auch. Hauptsache fort. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie es bei uns zu Hause zugeht. Da wird Baum geputzt, ganz gebraten, Rehm gerührt, Karpfen gesotten und ist nur im Weg. Sie leben bei Ihren Eltern? Ja, absolut vernünftige Leute. Nur wenn Weihnachten kommt, verlieren sie den Verstand. So was würden Sie über Ihre Eltern nie sagen? Das würde nicht stimmen. Bei mir stimmt's auch nicht wirklich. Warum sagen Sie es dann? Mein Lieber, ich bin kein begnadeter Dichter. Bei mir muss ein Wort nicht immer partout das Richtige sein. Kommen's. Ich kann zu Fuß gehen. Ich glaub's. Bin's gewohnt. Ja, ja. Bin schon als Bub stundenlang durch Eis und Schnee gestappt. Und lassen sich dieses Vergnügen auch als Erwachsener nicht nehmen. Jakob, wir fahren nach Alpl über St. Kathrein. Jawohl, Herr Bauer. Ja. Die Federung ist nicht die beste. Ich kenne solche Schlitten nur vom Hinterherschauen. Mit Neid? Nein, eigentlich nicht. Ich habe mit meinem Schicksal nie gehadert. Allenfalls habe ich mir gedacht, wenn ich als Bub so auf der Straße dahingestapft bin durch den Schnee, womöglich schwer bepackt, und so ein prächtiger Schlitten ist an mir vorbeigeflitzt. Und in dem Schlitten ist vielleicht der Wachtler gesessen. Wer? Na, der Baron Wachtler vom Schloss. So. Was haben Sie sich dann gedacht? Ich hab mir gedacht, ein bisschen krumm ist es doch eigentlich in dieser Welt. Da sitzt so ein starker Mann und lässt sich da hinziehen mit so viel überschüssiger Kraft. Und ich kann mein Bündel kaum da schleppen. Wie oft sind Sie ihm denn begegnet, dem Herrn Wachtler vom Schloss? Was ist? Wenn ich es recht bedenke, einmal nur. Aber das habe ich nicht gemerkt. An einem Weihnachtstag wie heute, ich war 12 Jahre alt, als ich die Christtagsfreude holen ging.
hast den Wurm noch nicht geweckt. Ich wollte ihn noch ein bisschen schlafen lassen. Peter! Aufwachen, aufstehen. Du musst nach Ratten runter. Zum Spreizäcker, zum Holzhändler. Er schuldet mir Geld. 2 Gulden und 36 Kreuzer. Für einen Lerchenbein. Ich lass bitten drum. Ja, und du hast schön anklopfen, gell? Aber nicht an der vorderen Tür, Peterl, sondern an der hinteren. So wie es gehört. So, doch und die Hauben tust du runter. Denk dran. Und mit dem Geld gehst du zum Doppelreiter und kaufst 2 Maß Semmelmehl, 1 Kilo Rindschmalz und um 2 Groschen Salz. Und das bringst du dann zu Hause. So. Und jetzt ist deine Milchsuppe. Die Meisterin heute rot. Du tust uns die Orgel mögen, Peter. Die Meisterin sei wohl es krank. Ja. Was du musst jetzt fest anziehen, weil die Zahn. Geh, Rosi, komm, wir fangen an. Du hast dich immer fest und sind nach dem anderen. Thank you.
Ich bin nicht klug geworden aus dem Lied Tauet Himmel den Gerechten. Wie war das zu verstehen? Ich hab mir fest vorgenommen, den Vater beim Nachhauskommen zu fragen. Doch erst hieß es Schulden eintreiben. In der Ratterner Kirche, da gab's ein Bild mit 14 Nothelfern. Einer musste doch wohl dabei sein, der fürs Schuldeneintreiben zuständig war. Aber welcher? Wedel, früh bist du dran. Du, nimmst mich mit bis zum Spreizäckerhaus. Du musst gleich Holz kaufen. Na, Schulden eintreiben. Beim Spreizäcker? Ja, warum denn nicht? Glaubst du, der zahlt nicht? Der zahlt ganz gewiss nicht. Und ist er auch schuldig. Wedel, glaubst du, der Spreizäcker hätte das schönste Haus im Ort, wenn er kein Geiz gekriegt wäre? Ich muss das Geld aber haben. Du brauchst zum Einkaufen, Hansl. Sonst haben wir kein Christtagsessen. Das wird den Spreizäcker so wenig stören wie den Kaiser von China. Was gehst du nicht gleich zum Doppelleiter und bittest, dass er dir die Sachen anschreibt? Grüß dich, Hansl. Wenn der Spreizäcker zahlt, dann langt. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Du, nimmst mir mit hin auf den Zugfahren. Ich fahr erst am Abend spät, bis alles verkauft ist, weißt? Und das braucht seine Zeit. Komm, steig auf. Am Festtag, da warten wir alle was auf. Das ist schon. Das finde ich nicht. Aber wenn du warten willst, so. Die Mutter braucht die Sachen aber. Ja, hoffentlich kriegt sie es auch. Hey! Sehen? Wen? Spreizäcker. Wenn du mein Rat willst, dann laufst rundherum zum Hintereingang. Das hat mir der Vater schon gesagt, dass ich hinten anklopfen soll. Wie ist es gehört? Nicht deshalb, dass da der Spreizäcker nicht auskommt. Danke, Hansl. Vierte. Vierte. Ja. Grüß dich, Bauer. Willst du dich aufwärmen? Geh dir aufwärmen, ist kalt heute. Nein, mir ist nicht kalt. Der Vater lässt den Herrn Spreizäcker schön grüßen und bitten ums Geld. Was? Ach so, ja, richtig. Das Geld. Du bist ein Waldbauernbub, gell? Bist früh aufgestanden heute, hast du einen weiten Weg hinter dir, gell? Rosten ab, setz dich hier aufs Banke, ja? Lass den Vater schön grüßen und gute Feiertag wünschen. Ich komm da nicht zu euch hinauf, da werden wir uns dann schon gleich werden. Gut. Herr Spreizäcker. Was willst du denn? Ich bitte ganz schön ums Geld für den Vater.
Ich hab nix bei mir. Ah, der Speisecker. Vierte. Bis Gott, Herr Pfarrer. Du weißt nicht früh bei der Rowate. Ich bin ums Geld, Herr Speisecker. Was schreist denn so? Ich muss Mehl kaufen, Schmalz und Zucker und darf meinen leeren Sack nicht heimkommen. 12 Meter war er hoch, der Lärchenbaum, Herr Pfarrer. Und ganz allein hat ihm gefällt, der Vater. Du hast ihn gekauft, Spreizicker. Und noch nicht zahlt. Ja, ja, das ist schon in Ordnung. Du kannst das. Mehr habe ich nicht. Den Rest kriegt der Vater in 14 Tagen. Ja, ist gut, Herr Pfarrer. Dankeschön, Herr Pfarrer. Schon gut, Kleiner. Danke schön, Sauserin. Da ist der Nuss. Das Gott, Sauserin. 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 Das Was darfst du sein? Zwei Kerzen, ein Leib Brot und ein Stück Seife und drei Semmeln. So, da hast du Safran, Wacht, 15, 3 Gulden, 15 Kreuzer. Da ist ein Gulden. Den Rest zahlt der Vater zu Ostern. Zu Ostern? Und in welchem Jahr? Wenn der Köhler zahlt. Was los, Himmst du? Los ihn. Meine Ohren, alles los, was wollen. Da kommen wir bald am Bettelstock mit deiner Gutheit. Der Waldbauer hat schon oft auf Borg genommen, Frau, und hat sie immer rechtzeitig zurückgezahlt. Schau doch ins Buch, ist ja schon alles durchgestrichen. Ich brauch nicht ins Buch schauen. Ich weiß ganz genau, wer und was und wie viel schuldig ist. So, da hast du Zuckerl, Helmut. Waldbauer. Sie lässt das schon nach. Fröhliche Weihnachten. Drei Gulden, 15. Einen habe ich aber gezahlt. Ein Konto, ein Gulden macht 2 Gulden 15. Könnt ihr noch 5 Semmeln haben? Semmeln gibt's beim Bäcker. Aber warum soll er sich denn den weiten Weg noch machen, der arme Bub? Das ist eh so viel Drohung, schwer zum Waldbauernhof. So, da ist es. Semmeln, noch was? Ja, 2 Lakritzen. Na, hast du dich schon gefragt? Da. 2 Lakritzen. Danke. Dankeschön, Frau Doppelreiter. Ja, wir sehen uns zu Ostern. Ja, warte noch ein bisschen, gell? Da hat ein paar Zwetschgen. Zwetschgen? Nein, nix da. Das ist für unterwegs zum Naschen. Schöne Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Wo schiebst du denn hin? Und so. Aha, ja. Warte ein bisschen. Dann können wir ein Stückchen miteinander gehen, gell? Was schleppst du denn da? Sachen für den Christtag. Ah, gute Sachen, ha? Wem gehörst du denn? Dem Waldbauern. Was? So weit musst du heute noch rauf?
Ja. Ja, dann musst du auch tauchen. Ich tue schon. Ja. Ja. So ein langer Marsch. Du bist gut geschlafen heute Nacht, hä? Heute wird nicht geschlafen. Heute ist Christnacht. Ja, was willst du sonst tun? Fortgehen. Nach St. Kathrein zum Metten. Was? Nach Kathrein? Den weiten Weg? Ja, um 11 gehen wir fort. Und zwar sind wir wieder daheim. Ja, das ist eine Christentum, du. Und der Tag so ins Tal in der Nacht, nach St. Kathrein zu ermitten. Na, so viel Christentum habe ich nicht, aber. Und das Büsch kannst du den Bündel da hinten in meinen Korb reinschmeißen, nicht? Dann kannst du ein bisschen ausrosten, nicht? So, dann. Ui, na, der ist aber schwer, hä? Warum soll so ein alter Esel wie ich nicht einmal tragen, nicht? Dank dir. Ja. Das wird mir aber keiner glauben. Wo denn? Dass der grüne Kilian mir mein Bündel getragen hat. Ja, warum soll das keiner glauben? Na ja, weil du halt kein Guter nicht bist. Sagen die Leute. Schau, schau, schau. Aber du weißt das jetzt besser, gell? Ja, ja. Ja, ja. Ja, dann packen wir's. Sag einmal, was hast du denn da? Ein Bündel drin? Mehl, Schmalz, Zucker, Safran. Ja, ja. Die Weihnachten, da rennen sie die Leute in Aufregung, in der Frömmigkeit ein, die überhaupt gar nicht stimmt. Der Christtag ist ein Tag wie jeder andere, für uns eins. Für die Reichen natürlich ist jeder Tag ein Christtag. Für uns jeder Tag kein Freitag. Kein Freitag ist aber auch schön. Ja, für die Fisch haben beim Pfosten und Zucker und Butter und, ja, und so gute Sachen, nicht? Weißt du was? Jetzt nehmen wir da die Abkürzung, gell? Auf geht's. Komm! Wo bist du denn? Der Kilian da vorne hat meine Sachen. Er wollte sie mir tragen. Tragen? Der Kilian? Ja. Bist du gescheit? Komm auf. Ja. Werden wir gleich haben. Komm. So. Je! Was denn? Her mit den Sachen vom Wurm! Was hat man davon? Wenn man mal ein guter Mensch ist. Undankbares Volk! Satz. Alle miteinander. Nie mehr wieder, dass ich einen hilf. So wie nur. Du glaubst, wir haben ihn Unrecht an? Bestimmt nicht. Yeah! Er hätte aber vielleicht auf mich gewartet. Ja. Nächstes Jahr, wenn du wieder was Feines gehabt hast, fürs Christtagsessen. Ich hätte es ihm nicht sagen dürfen. Was? Dass er kein Guter ist. Er ist auch kein Guter. Er tät aber vielleicht einer werden, wenn man es ihm sagen tät. Was? Dass man dran glaubt. Eh, Wederl. Ich hab ja noch gemeint. Du, kommst dir halt nichts aufgewartet, weil du schon wieder heimfährst. Doch, denk dir. Der Erste hat mir gleich meine ganze Fuhr abgekauft. Wie hat er denn ausgeschaut? Warum? Na ja, es könnte ja einer von den 14 Nothelfer gewesen sein.
Wie ich heimgekommen bin, hat die Mutter nichts gesagt, wie hast du alles, brav bist, komm essen. Und was hat der Vater gesagt? Nix. Wollten Sie ihn nicht fragen? Was? Was das heißt, das Lied tauet Himmel den Gerechten. Du Vater, was heißt denn das? Tauet Himmel den Gerechten? Tauet Himmel den Gerechten? Das willst du wissen, was es heißt. Ja. Ich versteh's nicht. Ja. Ja, das erzähl ich dir anders mal. Du Mutter? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab noch oft bitten müssen. Der Vater ist einer, dem fällt das Reden nicht leicht. Ja, und zu der Erklärung, was das heißt, tauet Himmel den Gerechten, da hat er schon ausholen müssen. Schau, Peterl, 4000 Jahre haben's gewartet. Alleweil. Und in allen Ecken und Enden sind die Leute geboren worden. Aber ein Gerechter war nicht dabei. Woher nehmen, wenn aus dem Menschenvolk keiner aufsteht? Aus der Erde hat dann wohl herausstampfen, der alte Prophetenmann. Schon ganz bang war ihm in der Säule. Aus der Luft hat dann wohl herunterziehen. In allen Wolken hat er gesucht. Und so, einmal in einer geruhsamen Nacht, wie er so da gestanden ist in der Heide, hat er die Hände gegen den Himmel gestreckt und gerufen: Tauet Himmel den Gerechten. Ja, aber. Was aber? Ich versteh's noch immer nicht. Einen Tau kenn ich. Und ich weiß, wenn die Sonne kommt, ist er weg. Aber wieso ist der Gerechte wie der Tau, der in der Sonne verdunstet? Also, Bub, wenn du das nicht verstehst, anders kann ich dir's nicht ausdeuten. Denk dir, ich sag auf einmal, bleib da stehen, bis ich komm. Ich komm bald wieder und geh weg. Und da stehst, eine Stunde für die andere. Du frierst, hast einen Hunger und einen Durst, hörst die wüden Viecher heulen und ich komm noch immer nicht. Jetzt wirst du verstehen, wie es dem alten Prophetenmann ums Herz gewesen ist. Apropos Hunger und Durst, wie wär's mit einer Stärkung? Gern. Kennen Sie den Gast auf der Fahrt? Ist mir da gut? Also mich dürfen Sie das nicht fragen. Jakob, wir machen davon eine Rast. Jawohl, Herr Baron. Ich glaub's nicht, dass die Viecher reden. Ah, reden tun's schon, aber verstehen tun wir's nicht. Auch in der Christnacht nicht. Mein Arme hat die Viecher reden gehört. Und jetzt ist 85. Und jede Christnacht fegst noch neunmal die Stuben und geht neunmal ums Haus. Und beim zehnten Mal schaust von draußen durch Stubenfenster rein. Und wenn's drinnen eine Totenbare sieht, doch er stirbt eins. Und der stirbt immer. Das dachten Sie. Nein, aber nicht. Aber nicht. Nein, hab ich gesagt. Ein unhöflicher Mensch. Was vollkommen recht. Das wird ja auch. Den Schemel hat er sich selbst gebaut. Deswegen darf man nichts drauflegen. Ja, aus dreierlei Holz. Und in der Christnacht, da stellt er ihn an einen Kreuzweg. Und um Mitternacht, da stellt er sich drauf und dann sieht er die Toten. Welche Toten? Na, die in dem Jahr sterben werden. Jetzt leben sie natürlich noch.
Und was kriegen die Herrschaften? Ja, vielleicht ein Monster zum Trinken. Ja. Ja. Und was zum Essen? Zum Essen, ja. Und Speck. Speck und ein Blutwurst. Und wenn jemand vorher den Schemel benutzt hat, dann wirkt der ganze Zauber nichts mehr. So ist es. Und Sie glauben den Unsinn? Ja. Naja, ich mag den alten Bräuch. Ja, ja, so wie man die Postkutsche mag. Und deshalb fahre ich trotzdem lieber mit der neuen Eisenbahn. Ja, kann man deswegen aber auch nicht an wundersamere Orte als Graz oder Knittelfeld. Wissen Sie, was der Goethe gesagt hat? Der Aberglaube ist die Poesie des Lebens. Ja, und deswegen kann es nicht schaden, wenn der Dichter auch abergläubisch ist. Sie haben aber gesagt, Sie sind kein Dichter. Dann sind Sie auch nicht abergläubisch, oder doch? Ich glaube doch. Meine Tante, die bleibt möglichst daheim an jedem 13. Und dann passiert ihr doch irgendein Missgeschick innerhalb ihrer eigenen vier Wände. Na, weil sie darauf wartet. Und bei Ihnen? Ist Ihr Vater abergläubisch? Nein, mein Vater, der ist gläubig, das ist was anderes. Für abergläubische Leute hat er nichts über. Ich weiß noch, einmal vor Jahren war ich mit ihm unterwegs in einer Neujahrsnacht. Schau, da steht einer. Ja? Das ist der Schmidhofer. Ah, ihr seid es! Grüß dich Gott, Waldbauer. Ja, wir sind's. Grüß dich, Schmidhofer. Waldbauer, ist schon 12? Nein, es hat noch nicht geschlagen. Gott sei Dank. Wieso? Ja, weißt du das nicht? Der Erste, den du in der Silvesternacht triffst, der deutet dir das neue Jahr. Ach so. Ja, wenn einer nichts tragt, dann wird das neue Jahr schlecht. Darum bin ich so erschrocken, wie ich euch gesehen hab. Aber wenn einer schwer schleppt, dann wird das neue Jahr gut. Gott sei Dank, dass er noch nicht 12 geschlagen hat. Na, dann grüß dich, Schmidhofer. Und ein gutes neues Jahr. Ja, ein gutes neues. Jetzt schlagt's. Schau, Vater, da kommt einer, der was schwer drauf. Ja. Gott, das ist gut. Gott. Wird er sich aber freuen, der Schmidhofer, mit seinen dummen Oberglauben. Ach, da kommt einer. Ein gutes neues Jahr. Gutes neues Jahr. Hast du schwarz zum Schleppen? Ja. Das ist gescheit. Warte ein bisschen. Ich hab's alles. Wart! Was denn? Ah, jetzt hab ich'n. Da. Trink auf meine Gesundheit. Grüß Gott. Lasst sie gut haben, das neue Jahr. Wenn der Schmidhofer gewusst hätte, was der da tragt, dann hätte er ihm bestimmt nichts gegeben. Lasst sie gut haben, das neue Jahr. Und dann ist der Schmidhofer ins Wirtshaus. Er hat die ganze Wirtsstube freigehalten. Zur Feier der guten Vorbedeutung. Gegen 3 in der Früh ist er nach Hause gewankt. Seine Frau ist in der Haustür gestanden und hat geschimpft. Die höchste Zeit, dass du herkommst. Sauf, Bruder, treibst du dich herum. Da weißt du dann auch die schönste Sau aus unserem Stall und schleppst davon. Ja. Könnt man nicht davon stehen bleiben? Jakob, bleiben stehen. Oder Ballon. Erinnern Sie sich, was ich erzählt habe? Der Doppelreiter. Ah ja, ich weiß. Christtagsfreude. Weil es nicht aussteigt? Ja. Grüß Gott. Grüß Gott, die Herren. So, das macht 2,10 Gulden. Vergelt's Gott. Und was kann sein, die Herren? Ja, ein paar Äpfel und Nüsse. Und ein paar kleine Kerzen. Ein paar Äpfel, ein paar Nüsse, ein paar kleine Kerzen. So, da waren die kleinen Sagen Kerzen. Sie nicht, wer Sie sind? Wissen Sie, wer das ist? Der Bremer Sepp.
Und die Therese? Darf es ein halbes Kilo sein? Ja, ja. Kennst du den? Nein. Grüß Gott. Therese. Sepp. Ich bin der Peterl. Der Waldbauernpeter. Der Waldbauernpeter. Grüß Gott, Herr Rosicka. Grüß dich, Sepp. Grüß Gott. Das sind eure Kinder. Ja, sagt's Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Kauft sie da ein fürs Fest? Ja. Geht's euch gut? Ja. Mir geht's auch gut. Das weiß man. Wenn einer in der Zeitung steht. In der Zeitung stehen auch die Verbrecher. Macht 60 Kreuzer, Herr Rosecker. Oder soll ich es aufschreiben? Sie zahlen, wann es genehm ist. Nein, nein, danke schön. Es ist jetzt genehm. Geht's gut? Ist der Herr Doppelreiter nichts da? Mein Mann ist tot. Das tut mir leid. Das habe ich nicht gewusst. Sterben muss er jedes einmal. Arm und reich, hoch und nieder. Schneider und Schuster. Hauptsache, er bleibt bei seinem Leisten. Wollen wir gehen? Frohe Weihnachten, die Herren. Frohe Weihnachten. Fährt Gott beinand. Wiederschauen. Frohe Weihnachten, Herr Rosecker. Frohe Weihnachten. Zehn Jahre ist eine lange Zeit. Wollen wir nicht ein paar Schritte zu Fuß weitergehen? Ja, gern. Jakob, wir gehen ein bisschen zu Fuß. Wir kommen nach. Jetzt wiederholt sie nichts. Sie waren richtig feindselig. Alle. Haben Sie es nicht bemerkt? Sie waren auch feindselig. Na. Ich meine, gestern zu mir. Leidlich gut dressierter Waldmensch wird einem verehrlichen Publikum als Weihnachtsgabe präsentiert. Ich hab mir's gemerkt. Und was tun Sie? Präsentieren Sie dem Bremer Sepp nicht genauso dem Publikum? Nein, schlimmer. Meine Tante hat Sie bezahlt, aber von uns kein Eintrittsgeld gefordert. Sie zahlen dem Bremer Sepp nichts. Verkaufen aber die Geschichten, in denen er vorkommt. Oder hoffen Sie zu verkaufen. Aber ich will doch nur zeigen, wie wir sind. Herr Rosecker, ist das wirklich der einzige Grund? Dem Bremer war unbehaglich. Ich glaube, er empfindet Sie als nicht dazugehörig. Einen, der sich losgesagt hat und trotzdem dabei sein will. Und die Frau Doppelreiter? Wie man mit einem Buben umgeht, der kein Geld hat, das weiß ich. Aber mit einem Dichter, der Sie und Ihresgleichen Pfeil bietet, so wie Sie Ihre Äpfel, das weiß sie nicht. Und deshalb war sie unnatürlich. Nicht feindselig, würde ich nicht sagen. Vielleicht hat sie auch eine Art Vorurteil gegen Leute, denen es gelingt, sich auf eine ihr nicht geläufige Weise ihr Brot zu verdienen. Auf einmal war da ein Unterschied. Unterschied? Ja. Als Waldbauernbub brauchten sie nur die Hand auszustrecken, um die Menschen zu erreichen, von ihnen erreicht zu werden. Das war, auch wenn sie Geld schuldig geblieben sind bis Ostern, eine Ebene, kommt mir vor. Unsinn. Es gibt auf dem Land genauso viel Ebene wie in der Stadt. Und die Höhenunterschiede dazwischen, die sind genauso extrem. Genauso. Zwischen uns beispielsweise, dem Leuten vom Waldbauernhof und dem Herrn Holzhändler Spreizegger aus Ratten, da war eine Welt.
Herr von Reininghaus. Und der wiederum, der war so klein, vor dem ehrwürdigen Herrn Pfarrer. Und der Herr Pfarrer, wenn man den zum Gutsein aufs Schloss gerufen hat, da hätten sie ihn sehen sollen. So tief hat er sich bückt. Steig mal wieder ein. Ja, und andererseits waren wir, die Waldbauern, reich für jemanden wie etwa die Mooswaberl. Wer war denn das? Ja. Die Mooswaberl, das war eine Frau, wir haben sie so genannt. Ihren wahren Namen hat niemand gewusst. Ja. Beim Bau eines Schulhauses ist sie in unserer Gegend gekommen, mit ihrem Mann. Er ist verunglückt bei einer Sprengung. Seither trieb sich die Frau herum, sammelte Moos und Pilze, schlief in leeren Köhlerhütten, bettelte, schlug sich durch, so gut's eben ging. Ja, ich hab das schon gesehen, Mooswaberl. Vergelt's Gott, Waldbäuerin. Tausendmal Dank, tausendmal soll der Herr dir segnen. Die Kettenmoser in Weiß, die hat mir nämlich nichts gegeben. Die bete ich jetzt ganz tief hinunter in die Hölle. So werden wir die Frau nie los. Die gehört nicht daher. Die muss in ihre Gemeinde zurück. Wir haben unsere eigenen Armen. Je mehr man ihr gibt, desto mehr erwartet sie. Wo kommen wir denn da hin, Maria? Wenn du mehr verschenkst, als wir haben. In den Himmel. Das ist schon fertig. Bitte spring aus und hol die Schüssel. Du hast nicht gehört, was die Mutter gesagt hat. Fürchtet sie so. Vor Mooswaberl? Warum denn? Hat sie da was getan? Na, was dann? Das Andl hat gesagt, wenn ich schlimm bin, dann kommt sie und holt mich. Geh. Und wenn sie draußen vorbeigeht, dann gehen die Kühe rot die Milch. Also, sowas will ich nicht mehr hören. Ich hab's aber gesehen. Die Milch war rot. Blutig, weil die Kühe krank waren. Und dem Schuster sein Buckel. Den hat sie ihm auch angewünscht. Du redst da was zusammen, solange der Tag lang ist. Was machst du denn? Na, nix. Was machst du, hab ich dich gefragt? Tanzen für die Mädchen. Aber ist da noch lang Zeit? Komm, hilf mir lieber den Gucker und so abhauspülen. Immer nehmt's mein Kuchelmesser. Das ist natürlich wieder nicht scharf. Alles wieder schärfen. Wo ist denn der Schleifstein? Ah, wieder nicht da. Ach, ist das ein Kreuz. So was? Du Lausbur! Warte mal, die Holzmooswaberl und steckt in ihr Butten. Dort ist ganz finster. Niemand hilft da und niemand hört die schreien. Thank you.
Wir sind schon spät dran. Grüß euch. Bis hier die gesehen. Darf ich mir's ausschauen? Ja, später, Mädel, später. Sacratissimo nocte, vere lumine specis ti, illustratione, chiarescere, da quisumus, ut cuius lucis mysteria, intera cognovimus, eius coque, per fruamur, vivi vistringas, cum Deo Patrem et Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria Divi Domine. Thank you.
Gesegnete Weihnachten euch allen. Gesegnete Weihnachten. Schön Predigt und da davor. Du, am Stefanitag könnten wir uns den kurzen Spiel treffen. Ha? Ja, so, Hans, ich geh schon mal. Ja, ich komm schon. Das war eine Idee. Ha? Vier waren wir, ein paar Kiwis dazu, dann passt es schon. Ach, da muss ich da zuschauen. Also, ja, Stefanie, doch. Vier Deck, dann Knierrutscher. Schöne Weihnachten. Ja. Wie ich aus der Kirche raus bin, war der Franz weg. Und der Schneesturm war, dass man die Hand vor den Augen nicht gesehen hat. Franz! Franz, wo bist denn? Ich bin einfach blind dem Franz nachgelaufen. Und wie der Schneesturm nachlassen hat, war ich irgendwo mitten im Wald. Finster war's. Und ich hab nicht mehr gewusst, wo ich bin. Franz! 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 Lass mich nicht in Ruhe! Was ist denn? Heilige Maria. Ja, da ist er ja. Peter, dem Himmel sei Dank. Komm vor, trink was, damit dir wärmer wird. So, die Füße werde ich da schnell ein bisschen einreimen. Das nicht abfrieren. Gleich wirst du was spüren. So, so Peter, jetzt komm ins Bett. Ja? Unter die warme Duchend, da wird er gleich wieder warm werden. So, komm, gleich wird dir besser sein. Da, leg dich her.
Ich reib dir die Füße noch ein bisschen warm. Na, ist schon besser. Spürst du schon? Aber ja. So, ist der schon wärmer? Ja. Fix ist. Da ist er ja. Da ist er ja! Peter! Gott sei Dank, bist du wieder da. Lenz! Lenz, er ist wieder da! Was war? Wo bist du gewesen? Lass ihn schlafen, Lenz, lass ihn schlafen. Zuerst will ich wissen, wo er war. Peter! Ja! Ja, und von dem Tag an ist die Mooswabel bei uns geblieben. Der Vater wollte so. Wir haben sie alle lieb gewonnen. Nur ich habe mich noch eine Zeit lang gefürcht vor ihr. Ich glaube, da vorne, wo der Wald aus ist, bleiben wir besser stehen. Jakob, wir halten dann an. Ist es noch weit? Nein, nein, wir sind gleich da. Aber besser, wir gehen zu Fuß. Jakob, ich bin gleich wieder da. Ruhe, Herr Fram. Raufwärts. Danke euch. Da geht's weiter. Gut. So war das mit der Mooswabel. Ja, was soll ich machen? So war's. Ja, mich amüsiert nur, dass sie einen Baum mitbringen, obwohl rundherum lauter Wald ist. Wir kennen den Brauch nicht. Wirklich? Den ersten Christbaum habe ich unten in Graz gesehen. Da habe ich mir gedacht, ich würde dem Nickel freuen. Der Nickel ist mein kleiner Bruder. Na ja. So, da bin ich daheim. Hören Sie? Meine Mutter und die Christel. Kommen Sie. Das Lied kennen Sie ja. Gestern von Ihrer Frau Tant. Ich glaube, ich hätte auch gelächelt beim Solo meiner Tante, wenn ich sie gewesen wäre. Sie hat's gut gemeint. Ich würde auch jetzt vermutlich einiges anders sagen. Oder gar nicht. Ich glaube, Sie haben recht. Ich bin eine Art Grenzgänger. Hier nicht mehr daheim und dort noch nicht. Ich glaube, ich muss gehen, Herr Rosegger. Wollen Sie nicht reinkommen? Nein, danke. Mir erfriert sonst der Jakob an. Danke fürs Herbringen. Ich danke Ihnen fürs Herbringen. Falls Sie noch mehr Geschichten von hier lesen wollen. Ich weiß nicht, ob Sie mal Schrift lesen können. Doch, doch. Wollen Sie es wieder zurück? Ja, bitte. Ich hab sonst keins. Ich bring's Ihnen vorbei. Oder Sie holen sich's, falls es Ihnen zu lange dauert. Mehr kann ich Ihnen leider im Augenblick nicht bieten als meine Adresse. Die merke ich mir. Wirklich? Wirklich. Naja, warum auch nicht? Ich habe mir Ihre auch gemerkt. Schöne Weihnachten. Ihnen auch. Wiedersehen. Wiedersehen. Girl, ist nicht die ganze Mörschbeiß, die braucht man für die Feiertag. Jetzt kommt wieder. Ja, Peter! Peter, grüß dich. Der Nickel. Grüß dich. Grüß dich, Blonnen. Grüß dich. Mutter. Ja, Peter. Grüß dich, Jakob. Grüß dich, Peter. Gewesen. Der Vater und der Franz sind noch beim Räuchern. Willst du Milch? Oder willst du Butterbrot? Gar nichts.
Geht's denn bitte raus reichern? Nickerl, kommst du damit? Der Nickerl? Nein. Reichern ist nur was für die Männerleit. Aber heute ist einmal eine Ausnahme. Ja, komm mit, Nickerl. Geht's alle mit raus? Nee, ich geh mit dem Nickerl. Grüß dich. Servus, Peter. Kompliziert den Nickerl was an. Komm mit. Was machst du denn damit? Das wird eine Überraschung. Okay, du allerweil mit deinen Überraschungen. Am liebsten wär's meine Mutter. Du ging jetzt damit zum Reichern. Wegen der Überraschung. Christkindl. Dankeschön. In jenen Tagen geschah es, als vom Kaiser Augustus der Befehl ausging, dass aufgezeichnet werde der gesamte Erdkreis. Alle gingen hin, um sich eintragen zu lassen. Jeder in seine Stadt. Auch Josef zog von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, um sich mit Maria, seiner Angetrauten, die gesegneten Leibes war, eintragen zu lassen. Während sie aber dort waren, geschah es, dass sich erfüllten die Tage, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil kein Platz war für sie in der Herberge. In derselben Gegend waren Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn vor sie, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkünde große Freude. Geboren wurde euch heute in der Stadt Davids ein Retter. Er ist Christus, der Herr. Und die himmlischen Heerscharen lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Friede unter Menschen guten Willens.